Hallo. Hast du dich schon mal gefragt, warum das Zebra Streifen hat? Wie ändern Tintenfische ihre Farbe? Und warum sind Feuersalamander knallrot oder schwarz-gelb? Werden die nicht sofort gefressen? In diesem Video geht es um Warnung und Tarnung bei Tieren. Du wirst Tarnfärbungen kennenlernen, Mimese, Warntracht, Mimikry und molekulare Tarnmechanismen bei Einzellern. Viele Tiere schützen sich mit einer Tarnfärbung. Manche wechseln diese sogar mit der Jahreszeit, zum Beispiel der Schneehase. Er ist im Sommer braun und im Winter weiß. Andere wechseln ihre Farbe noch schneller. Der gemeine Tintenfisch hat Zellen in der Haut. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.